4 Monate lang hatte ich jetzt die damals in diesem Video hier bestellten Decathlon-Produkte im Einsatz. 4 Monate voller Einsätze, 4 Monate voller Erfahrungen und 4 Monate voller Erkenntnisse. Was ich nach 4 Monaten gelernt habe und ob Decathlon vielleicht doch deutlich schlechter ist als angenommen, darum geht's heute. Bevor es zu den subjektiven Erfahrungen und Einschätzungen am Techniktisch geht, möchte ich erst nochmal kurz die Fakten aufräumen, damit hier etwas Ordnung herrscht. Nochmal ganz kurz zusammengefasst die Eckpfeiler der Produkte. Der Simorgh Cliff 20 hat ein Volumen von 20 Litern und wiegt dabei nur 265 Gramm, womit er zu den leichtesten Rucksäcken im Kleinformat überhaupt zählt. Er hat kein Deckelfach, sondern ein Zugsystem und hat diverse Schlaufen zur Außenbefestigung von zusätzlichem Material. Dabei muss man sagen, dass er sonst kaum etwas hat. Eine Trinkblasenhalterung und minimalistische Gurte für Brust und Hüfte, eine kleine Seitentasche, aber ansonsten war es das auch schon wieder. Es gibt keine Polsterungen, keine dickeren Stellen, kein Komfort, kein gar nichts. Es ging eben um das absolute Minimum an Gewicht. Preislich betrachtet ist der Cliff von Simorgh mit 25 Euro mit Abstand der billigste Kletter- und Ultralight-Rucksack, den es auf der Welt gibt. Die Simorgh Alpinism Light Softshell-Jacke, die kommt sehr körperbetont und knapp bemessen. Die Größe stimmt zwar, aber viel zu viel sollte man nicht mehr drunter anhaben, denn dann wird sie letztlich doch eng. Eine typische Softshell-Jacke muss vor allem winddicht sein, was sie auch ist. Außerdem gibt Simorgh an, dass sie wasserabweisend zumindest bis zu einem gewissen Grad sein soll und besonders strapazierfähig ist. Kleine Details wie eine Kapuze, die auch über einen großen Kopf plus Helm passen soll, und 2 Reißverschlüsse für wechselseitige Belüftung sollen der Jacke den letzten Schliff verpassen. Die Karabiner von Simorgh, einmal der HMS-Karabiner und einmal ein Schnapper, machen keinen schlanken Schuh. Sie sind auch keine Ultralight-Produkte, sondern einfach sehr durchschnittliche Karabiner mit einer durchschnittlichen Bauweise. Der HMS-Karabiner ist hier nochmal etwas spannender, denn er ist bei der Form nochmal etwas von der Norm abgewichen, was für ein besseres Handling sorgen soll. Der Schnapper kommt in einer ganz klassischen Form. Das Merino-T-Shirt von Simorgh besteht nahezu vollständig aus Merino. Ein großer Kritikpunkt der Merino-T-Shirts ist in der Regel die Kurzlebigkeit und der Preis. Doch Simorgh gibt mit rund 35 Euro hier einen ganz anderen Ton an, kostet das T-Shirt doch gerade mal die Hälfte der Konkurrenz. Gedanken über fehlende Nachhaltigkeit und Tierleid kommen bei so einem Preis schnell mal auf, jedoch können sie weder mit mehr noch mit weniger Beweisen aufwarten, die gegen oder für ein solches Vorgehen sprechen. Im ersten Hands-on fällt außerdem auf, dass das T-Shirt außergewöhnlich weich ist. Bevor ich nun noch meine persönliche Meinung zu all den Produkten über die Zeit abgebe, will ich euch hier nochmal den Testumfang erläutern. Getestet wurde der Rucksack bei 21 Touren, davon auch mehrere Klettertouren mit grobem Felskontakt. Das T-Shirt habe ich bei 23 Touren verwendet, die Jacke bei 18 Touren und unterschiedlichen Umständen im Einsatz. Regen, Schneefall, starke Stürme und trockene Kälte. Die Karabiner wurden für Selbstsicherungsschlingen und für eine Expressschlinge sowohl im Klettergarten als auch bei Mehrseillängen verwendet. Ob das jetzt alles in allem viel oder weniger ist, das muss jeder für sich selber beurteilen. Gesagt sei aber, dass große Magazine und Firmen die Testprodukte oft nur maximal einmal einsetzen und dann ein Langzeiturteil darüber abgeben wollen. Das wäre meiner Meinung nach in diesem Fall hier definitiv falsch gewesen. Das Merino-T-Shirt hat mich grundsätzlich sehr überzeugt. Wir reden hier von Merino-Wolle, die natürlich etwas empfindlicher ist, als es beispielsweise Baumwolle oder auch Polyester ist. Trotzdem muss man sagen, dass die Verarbeitung, vor allen Dingen die Dichte, doch recht überzeugend ist. Obwohl es sehr, sehr dünn ist, muss man sagen, dass es, wenn man es stretcht, immer noch relativ dicht ist und sehr undurchsichtig. Das spricht natürlich dafür, wobei man auch sagen muss, Stretch ist immer etwas, was mit Schwierigkeiten einhergerät, gerade bei so empfindlichen Materialien wie Merino. Vom Gebrauch her kann ich nicht sagen, dass es sich irgendwo mal eine Naht aufgelöst hätte, dass es irgendwo franzt, dass es Löcher gibt oder sonstiges. Bei T-Shirts von Orthovox und Icebreaker habe ich das aber durchaus schon erlebt, dass es an der einen oder anderen Stelle sich mal ein Loch entwickelt. Wolle ist grundsätzlich ein eher empfindliches Material, bei diesem T-Shirt kann man aber nicht unbedingt davon sprechen, dass das stimmt. Obwohl man aber sagen muss, dass Merino sich eigentlich hier auch sehr, sehr viel traut. Simorgh meine ich natürlich. Simorgh traut sich hier gerade mit diesen Lochverarbeitungen, gerade mit diesen belüfteten Verarbeitungsmethoden extrem viel, weil hier so viele Nähte und so viele auch sensible Stellen eigentlich zusammenkommen, wo man
oder ich zumindest sagen würde, über die lange Zeit gesehen, uiuiui, das hätte eigentlich auch schief gehen können. Ich muss aber sagen, es ist bis heute nicht passiert. Auch die Aufdrucke und Co. haben sich wahnsinnig gut geschlagen. Es franzt nichts, es geht nichts ab und man hat einfach das Gefühl, dass man ein wertiges Produkt in den Händen hält. Zum Thema Nachhaltigkeit muss man natürlich sagen, auch wenn das jetzt nicht langzeitrelevant ist, klar, diese T-Shirts werden unter Umständen so produziert, wie man sich das wahrscheinlich nicht gerne vorstellt. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch ehrlich, solange mir diese Marken, die das Dreifache kosten, nicht beweisen können, dass sie es auch nicht besser machen, oder dass sie es besser machen, so lange habe ich noch immer keinen Grund dafür gefunden, mehr Geld für etwas zu bezahlen, was qualitativ nicht bewiesenermaßen besser ist. Wie gesagt, gerade in der Verarbeitungsqualität macht hier Simon einiges besser als andere Firmen, die deutlich mehr kosten. Auch bei der Nahtverarbeitung kann man ganz klar sehen, hier wurde einfach nicht gepfuscht und hier wird tatsächlich auf eine solide Verarbeitung geachtet. Jede einzelne Naht für sich entspricht meinen Anforderungen und hat sich bis heute nicht bewegt oder gelöst. Und man muss durchaus sagen, ich bin auch schon mit dem T-Shirt allein unter einem Rucksack unterwegs gewesen. Also das heißt, Abrieb hätte es theoretisch schon mehr als genug geben können, es ist aber einfach nicht passiert. Insofern bin ich von diesem T-Shirt, von diesen Merino-T-Shirts von Simon tatsächlich vollkommen zufrieden. Ich habe keinen Kritikpunkt gefunden, wo ich sagen würde, oh naja, wer weiß. Und ich muss sagen, ich behandle diese T-Shirts nicht gut. Ich wasche sie ganz normal. Ich wasche sie nicht mit einem Woll- oder Schonprogramm. Ich wasche sie mit meiner ganz normalen Standardwäsche mit. Und das mache ich schon immer so. Und ja, man könnte natürlich sagen, die anderen Hersteller-T-Shirts, die gehen deshalb kaputt, weil ich es so mache. Aber Simon eben nicht. Und das spricht dann letztlich für dieses Produkt. Als ich die Softshell-Jacke reviewed habe in dem vorher gezeigten Video, da war ich mir nicht zu 100% sicher, ob sie auf lange Sicht sich tatsächlich bewähren wird. Ich habe so den ein oder anderen Punkt gefunden, wo ich nicht wusste, wie sich das über die längere Zeit verhält. Mittlerweile muss ich sagen, dass es ein paar Punkte gibt, wo ich nicht weiß, ob Simon hier tatsächlich auf die höchsten Maßstäbe der eigenen Firma gesetzt hat. Ich würde mal behaupten, nein. Aber man muss auch dazu sagen, die 50, 60 Euro, die man für die Jacke bezahlt, sind halt auch weit, weit unter dem Durchschnitt, was man für Softshelljacken dieser Qualität bezahlen könnte. Woran erkennt man das? An erster Linie habe ich es eben an den Nähten und an den Punkten gesehen, an denen die Jacke empfindlich ist. Es hat hier ein paar Verstärkungen gegeben, was natürlich Sinn macht, gerade im Bereich des Reißverschlusses. Und diese Verstärkungen müssen natürlich irgendwo auch vernäht werden, ganz klar. Und hier sieht man halt auch teilweise, dass über die Zeit, ja, kleine Fehler passieren. Man sieht hier, die Naht ist hier ein bisschen schon aufgegangen. Hier hat man kleine Fransen. Das ist alles nicht ideal. Es hat mich bis heute nicht so wirklich eingeschränkt, aber ich weiß, wenn ich die sehr hart behandeln würde, dann würde das natürlich mehr werden. Dann würde man da vielleicht kurz oder lang vielleicht das ein oder andere Loch auch bekommen. Das ist natürlich nicht schön. Auch hier so abstehende einzelne Nähte, das ist einfach irgendwann Teil des Lebens von dieser Jacke geworden. Und das finde ich nicht schön. Gleichzeitig muss ich sagen, andere Punkte faszinieren mich, wie gut sie eigentlich bis jetzt gehalten haben, wo andere Hersteller einfach nicht überzeugen können. Das ist zum Beispiel die Brusttasche. Die geht schwergängig auf und das hat mich im Laufe der Zeit auch immer wieder mal genervt. Aber man muss dazu sagen, sie ist tatsächlich perfekt abgeschlossen. Und mit perfekt meine ich auch tatsächlich perfekt. Es gibt vielleicht ein Spiel von einem halben Millimeter. Also man kann die Tasche, wenn man nicht genau hinsieht, nicht mal erkennen. Und das Fach ist aber relativ geräumig. Jetzt ist das Gute an einer Softshelljacke ja eigentlich immer dieses Windabweisende. Aber wenn ich dann natürlich große Reißverschlüsse habe, dann bringt mir diese Fähigkeit natürlich nichts, wenn die nicht dicht sind. Man kann jetzt natürlich super teure Reißverschlüsse verbauen. Die sind dann groß und klobig und schwer und sehr teuer, was natürlich diesem Konzept nicht entspricht. Aber gleichzeitig hat man auch einfach gesagt, okay, wir möchten das nicht, sondern wir machen es dann einfach so, dass wir den Reißverschluss perfekt abdecken mit unserem Shellmaterial. Das ist ja in der Theorie oftmals das, was Hersteller wollen. In der Praxis funktioniert das aber selten, denn oftmals hat man dann das Problem, dass sich diese Haken hier dann irgendwo in diesem Material verhaken und dann hat man relativ schnell einen kaputten Reißverschluss, eine kaputte Jacke oder kaputtes Material drumherum. Alles nicht schön.
Das wurde aber bis jetzt super gelöst. Ich habe das Fach jetzt jedes Mal eigentlich bei jeder Verwendung verwendet und mir ist bis heute nichts damit passiert. Deshalb, das ist ein ganz, ganz großartiger Punkt. Beim Reißverschluss, beim Hauptreißverschluss hat man tatsächlich nicht gespart. Ich muss sagen, ich war mit der Winddichtigkeit der Jacke unfassbar zufrieden. Ich war vor allen Dingen überrascht, denn ich habe sie tatsächlich bei 60 km/h Windböen ausgepackt. Warme Temperaturen gepaart mit eisigem Wind sind etwas, wo genau diese Jacke genau das ist, was ich suche. Sie ist definitiv nicht die leichteste Jacke, also bestimmt nicht. Aber wenn ich sie vergleiche mit einem anderen Produkt in einer ähnlichen Gewichtskategorie, bei den Verhältnissen sehr windig, aber eigentlich warm, aber der Wind ist sehr kalt, dann ist das die beste Option. Denn eine Daunenjacke, die wäre deutlich weniger winddicht. Sie wäre zwar warm, aber sie würde den Wind relativ gut durchlassen, wodurch ja das Problem entsteht, dass der kalte Wind wieder bei mir ankommt und mir dann erst wieder kalt wird. Die Daunensysteme, die haben ja vor allen Dingen dann ihren Sinn, wenn es sehr kalt ist, aber der Wind nicht sehr stark ist. Und dann kann man natürlich auch nochmal mit Hardshell spielen und so weiter. Aber hier ist diese Softshell-Jacke natürlich, gerade was Packmaß und Gewicht betrifft, im Vergleich zu einer Hardshell-Jacke definitiv überlegen. Und vor allen Dingen, und das hat die Hardshell-Jacke hier definitiv nicht so sehr, aber die Hardshell-Jacke ist da schwächer, das ist nämlich bei der Isolation. Sie ist natürlich keine Fleecejacke und sie ist schon gar keine Daunenjacke und so weiter, aber wir reden hier immerhin doch davon, dass wir eine gewisse Materialstärke haben. Wir haben hier zwei Lagen, eine dünne und eine dicke Lage übereinander verbaut und das sorgt nicht nur dafür, dass die Jacke winddicht ist, sondern dass sie auch bis zu einem gewissen Grad wärmt. Also ich kann diese Jacke über einem T-Shirt mit bei vielleicht 5 bis 10 Grad Außentemperatur definitiv tragen, ohne dass mir sehr kalt wird, wenn ich mich bewege. Und das spricht definitiv für das Material. Die Seitentaschen sind ähnlich intelligent konzipiert und auch das hat sich über die Zeit herausgestellt, dass das auch einfach gut funktioniert. Sie wurden hier nochmal an den Rändern sehr gut abgedichtet und abgedeckt und auch hier muss ich sagen, wie gesagt, ihren Hauptzweck hat sie sehr, sehr gut erfüllt und wenn man die Taschen aufmacht, dann hat man sogar, spürt man einfach sogar bei sehr starkem Wind und bei sehr widrigen Witterungsbedingungen, dass hier auf einmal mehr Luft innerhalb des Systems der Softshelljacke existiert. Wie gesagt, Naht ist ein Problem. Das gebe ich gerne zu, aber gerade bei den Reißverschlüssen, wo eine Softshelljacke sehr sensibel sein kann und das ist sie in diesem Fall eben nicht, da hat sie eben sehr überzeugt. Und auch die Kapuze, muss man sagen, natürlich, es ist relativ simpel gehalten. Wir haben hier einen Klettverschluss, den man aufmachen kann oder wieder zumachen kann. Das ist quasi das ganze Hightech-Feature an dem Teil. Und zugegeben, es ist keine Raketenwissenschaft, aber es funktioniert. Wenn ich keinen Helm auf habe, mache ich es so. Wenn ich einen Helm auf habe, dann mache ich es so. Und das ist eben genau diese Verlängerung, die ich brauche, damit ich dann auch mit dem Helm in die Jacke komme. Und im Prinzip ist es das. Und ja, man könnte sich natürlich super High-End-Methoden mit Kordelzug und Co. kaufen, aber die kosten dann halt auch gerne mal 250 Euro mehr als diese Jacke. Wenn man über den Simon Cliff spricht, dann kommt man nicht drum herum, dass das Teil im Prinzip eigentlich nur ein Sack ist, ein Plastiksack. Und das habe ich auch in dem vorigen Video über die Decathlon-Produkte schon mal gesagt. Das Ding ist nix. Es ist ein Sack mit einem Reißverschluss für ein Seitenfach. Und das ist quasi das ganze Teil plus eben der Tragekonstruktion dran. Fangen wir bei der Tragekonstruktion an. Die ist nämlich mein größtes Problem mit diesem Rucksack. Der Rucksack mit 20 Liter Fassungsvermögen, da kann man sich natürlich überlegen, wie viel bringe ich denn da rein? Bringe ich da 2 Kilo rein, 5 Kilo, 6 Kilo, was für Material haue ich da rein und so weiter. Aber der Cliff 20, der wurde ja ursprünglich dafür entwickelt, dass man ihn auch für Klettereien, Alpintouren und so weiter mitnimmt. Ich habe kein einziges Mal an diesem Rucksack einen Pickel befestigt, weil das ist ein Fassungsvermögen, da brauche ich auf der Hochtour definitiv mehr Platz. Deshalb kam der Rucksack einfach in diesem Fall nicht zur Anwendung. Bei Klettertouren habe ich mir aber schon überlegt, den mitzunehmen und das habe ich dann letztlich auch gemacht. Und ich muss sagen, ich war etwas unterwältigt von der Tatsache, dass diese natürlich vollkommen ungepolsterten Konstruktionen, das ist im Prinzip nichts anderes als Polyester, also das ist halt nichts, also es ist gar nichts, da ist keine Polsterung, da ist nichts, das ist die minimale Belüftung, die eigentlich auch nicht wirklich funktioniert, weil sie dafür etwas zu gut gepolstert, also es ist zu viel Material da. Und das Problem ist natürlich, dass ich viel Gewicht mit habe auf einer alpinen Klettertour. Ich packe da ja schon mal 10 Kilo ein. Ich meine, ich habe
für eine sportliche Tour habe ich natürlich 4, 5, 6 Friends, einen kompletten Grundsortiment Keile. Ich habe die ganzen Express-Schlingen, ich habe diverse Schnapper, ich habe meinen Gurt, ich habe Standplatzschlingen und so weiter. Muss ich jetzt euch nicht alles erzählen, aber das alles kommt da rein. Das braucht nicht viel Platz, wiegt aber eben durch die ganzen Alu-Elemente doch sehr viel. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht das mit so einem kleinen Rucksack? Also dafür, dass er ein kleiner Packsack ist, hält er das Gewicht sehr, sehr gut. Also man kann jetzt nicht sagen, dass hier irgendwo was gerissen wäre. Hier ist die Verarbeitung sehr stark. Die verläuft nämlich nicht nur hier angenäht, sondern die verläuft hier tatsächlich durch das ganze Gewebe drunter auch noch. Insofern ist er sehr hochwertig. Das Problem, das er aber gleichzeitig mitbringt, ist, dass er durch diese mangelnde Polsterung und durch das Nix eben, dass er wirklich, wirklich anfängt, über die Zeit hier sehr zu schmerzen. Jetzt muss man sagen, das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Und ich verstehe, wenn jetzt jemand sagt, nein, ich verwende ihn fürs Alpinklettern und ich hatte noch nie Schmerzen. Dann ist das gut. In meinem Fall ist das ein bisschen schwierig. Ich habe halt sehr deutlich hervorstehende Schlüsselbeine. Also das merkt man eben. Und hier liegt dieser Rucksack dann eben auf. Der Rucksack kann nicht hier auf der Seite aufliegen, sondern er liegt hier auf. Und dadurch, dass diese Bänder relativ schmal sind, verteilt sich die Last natürlich auch nicht so. Außer die Tatsache, dass sie eben auf die zwei Schultern verteilt. Und das ist aber zu wenig in diesem Fall. Dafür hätte es definitiv mehr Polsterung gebraucht. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber du kannst ja das ganze Gewicht auch auf die Hüfte verlagern. Und das ist vollkommen richtig. Es gibt dabei halt eben nur den Haken. Auch hier haben wir wieder ein sehr, sehr minimalistisches Design. Und das führt natürlich auch dazu, dass man dann irgendwann an der Hüfte eine gewisse Druckstelle kriegt von dem. Also wenn man sehr viel Gewicht dann auf die Hüfte verlagert, dann reibt das hier über die Zeit, gerade wenn man nur ein T-Shirt beispielsweise trägt, doch sehr arg. Das alles ist einfach nicht sehr komfortabel. Ist es deshalb schlecht? Naja, das kommt wahrscheinlich am ehesten darauf an, was man damit vorhat. Ich habe die Tour einmal bei einem vierstündigen Zustieg dabei gehabt und ich muss sagen, danach war ich echt fertig mit dem Ding. Ich wollte das nicht mehr sehen. Für kurze Tagestouren, für schnelle Tagestouren, für kurze Unternehmungen oder auch einen leichteren Rucksack, wenn ich nur Trinkblase und ein bisschen Reservewäsche dabei habe, dann werde ich diesen Rucksack immer wieder hernehmen, vor allen Dingen, wenn das Wetter stabil ist. Denn natürlich, wenn es anfängt zu regnen, muss ich euch nicht erzählen, ist ein Rucksack mit Kordelprinzip kompletter Schrott. Logisch, ja. Aber über die lange Zeit musste ich tatsächlich feststellen, er ist qualitativ nicht schlecht, wenn man einfach weiß, was man kauft. Und man kauft hier halt eben einen Sack. Die Reißverschlüsse, also der eine Reißverschluss, den er hat, der macht keine Faxen. Die Ausgänge, die Nähte, das macht keine Faxen. Sie haben ein paar Verarbeitungsdetails nicht ganz so schön zu Ende gedacht. Das sieht man hier zum Beispiel an den Endstücken. Vom Hüftgurt, wo man das verstellen kann, da franzt jetzt das Material. Ja, ganz ehrlich, das ist mir wurscht. Also das kann natürlich sein, dass es vielen von euch nicht wurscht ist, aber mir persönlich ist es dann halt am Ende des Tages wurscht. Es ist schön, dass man an so Kleinigkeiten gedacht hat, wie die Tatsache, dass man das abnehmen kann. Das habe ich ein, zwei Mal verwendet. Und ich finde es schön, wie einfach diese Dinge funktionieren. Da braucht es keine Zusatzclips, da braucht es keine super Hightech-Features, sondern da hat man einfach so eine kleine Lasche und die fädelt man aus und dann ist man quasi den Hüftgurt los. Ich finde das schön, wie teilweise im Minimalismus die Dinge auch einfacher funktionieren und das hat mir über die Zeit mit dem Simon-Cliff dann doch sehr, sehr gut gefallen. Aber ist definitiv Geschmackssache. Er hat also seine Schattenseiten, aber er hat definitiv auch die großen Vorteile, dass er einfach nichts wiegt, gar nichts. Es ist Wahnsinn. Er fällt am Rücken mit leichtem Gepäck überhaupt nicht auf und er macht einen wahnsinnig schmalen Schuh. Fassen wir die zwei Karabiner einfach mal zusammen. Ich habe es vorher schon erwähnt, bei der Form hat dieser HMS-Karabiner hier nochmal eine kleine Kurve drin. Die ist bei anderen HMS-Karabinern, ich nehme jetzt hier einfach mal den erstbesten, nicht ganz so ausgeprägt bzw. überhaupt nicht so gemacht. Was ist der Witz dahinter? Wenn man jetzt mal von der typischen Funktionsweise eines HMS-Karabiners absieht, dann wäre natürlich ideal, dass man hier eine Möglichkeit für ein Sicherungsgerät oder die HMS-Sicherung hat und das hier ziemlich starr am Gurt oder an diesem Anseilring des Klettergurts bleibt. Funktioniert das? Naja, diese Biegung hier sollte das Ganze etwas leichter gestalten, dass quasi der Karabiner wirklich immer an diesem Anseilring bleibt. Es funktioniert so nicht.
also das, er rutscht trotzdem, also man hat trotzdem manchmal dann die Sicherung hier oder so und aber also die Idee war gut, es hat einfach nur nicht funktioniert. Es gibt ja diese Karabiner mit dem kleinen Bügel hier nach vorne, damit das halt dann wirklich in dieser Position bleibt. Dann funktioniert es auch wirklich, das hat der nicht und deswegen funktioniert es auch nicht. Also man hätte sich natürlich diese geschwungene Form hier sparen können. Es ändert aber nichts an der Belastungsgrenze, hat 25 kN Längsbelastung. Also das ist halt einfach ein ganz normaler Standard-Karabiner. Ich finde es ganz schön, dass man hier diese rote Mittelmarkierung hat oder diese rote Markierung am Schnapper. Dann weiß ich immer und sehe ich immer, ey, der ist nicht zu. Natürlich über die Zeit sollte man es sich abgewöhnen, dass man Schrauber nicht zuschraubt. Aber hin und wieder passiert es halt trotzdem. Ich finde, das ist etwas, das ist ganz nett, wenn es einfach dabei ist. Das kennt man normalerweise nur von den 15 Euro teuren Petzl-Karabinern. In dem Fall ist es bei einem 7 Euro Simon-Schrauber dabei und letztlich muss ich sagen, ich bin bis jetzt und auch über die vielen Einsätze, die er jetzt gehabt hat, wirklich, wirklich zufrieden. Gerade für die Selbstsicherungsschlinge in Mehrseillängen ist das einfach ein netter Karabiner, weil er auch groß ist. Natürlich, er ist groß, er ist unnötig groß für eine Selbstsicherungsschlinge, aber zum Beispiel, wenn ich am Klettersteig bin und alte, dicke Stahlseile habe, oder mich auch mal direkt in einem Anker kurz mal irgendwo befestigen will, dann ist eine große Öffnung und ein großer Karabiner natürlich immer komfortabler. Insofern stört es mich in dem Fall gar nicht, dass er so groß ist. Für Ultralight-Anwendungen ist er natürlich falsch, weil dafür ist er auch unnötig groß und dann ist er natürlich auch nochmal etwas unnötig schwer. Wenngleich man sagen muss, ich glaube es sind 20 Gramm Unterschied zu den Ultralight-Karabinern von Petzl, kostet aber die Hälfte. Das muss man dann letztlich für sich selber entscheiden. Gerade in der Masse kommt es dann natürlich schon zusammen, das Gewicht. Aber am Ende des Tages bin ich mit ein, zwei von denen ganz glücklich und zufrieden. Beim Schnapper hatte ich ja im ursprünglichen Video kritisiert, dass die Funktion, die Schnappfunktion sehr, sehr schwergängig ist und dass das für eine Expressschlinge vollkommen ungeeignet ist und dass er wahrscheinlich bei mir nur als Materialkarabiner herhalten wird. Fakt ist aber, ich habe ihn als Expressschlinge mal verwendet, denn ich wollte wissen, wie verändert er sich vielleicht auch über die Zeit. Ich klettere ja sehr viel und wollte wissen, tut sich da nochmal was mit der Feder und vor allen Dingen wird sie irgendwann schwächer, schlechter, leiert sie irgendwie aus. Ich muss sagen, ja, sie lässt nach und das ist etwas Typisches für Expressschlingen oder für Schnappkarabiner generell, dass sie am Anfang recht steif sind und dann über die Zeit wird die Feder immer etwas schwächer. Dann gibt es eben diesen einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist sie zu schwach, jetzt geht sie nicht mehr stark von selbst zu, jetzt ist es unsicher. Aber an dem Punkt sind wir natürlich noch lange nicht. Insofern muss ich sagen, er ist zwar deutlich stärker, also die Feder ist deutlich stärker als bei typischen Schnappern, wenn ich sie kaufe. Aber dafür gehe ich davon aus, dass es auch länger dauern wird, bis sie tatsächlich ausgeleiert sind. Das werde ich euch nach 4 Monaten nicht sagen können. Werde ich euch auch in 4 Jahren nicht sagen können. Ich denke mal, ich werde es euch in 10 Jahren sagen können. Und dann sehen wir uns hier am Techniktisch wieder. Und dann werde ich euch sagen, ob dieser Schnapper jetzt ausgeleiert ist oder nicht. Aber tatsächlich, mittlerweile fällt er mir gar nicht mehr auf. Man muss ihn, wenn man ihn als Expressschlingenkarabiner verwenden will, definitiv für den Bohrhaken verwenden, nicht für das Seil. Und das hat überhaupt nichts mit der Form und der Konstruktion oder sonst was zu tun, sondern einfach damit, dass wenn ich ihn so nehme, da habe ich ja da unten dann noch die Bandschlinge dran, und ihn so klippen will in den Bohrhaken, dann ist der Bohrhaken natürlich ein stabiler Widerstand, mit dem ich ihn auch irgendwo reindrücken kann, den Schnapper. Das kann ich beim Seil nicht so gut, da brauche ich dann wirklich tatsächlich die Fingerkraft und das ist schon immer noch sehr, sehr anstrengend. Also, wer einen günstigen Schnapper für selbstgebaute Expressschlingen sucht, kann da durchaus zugreifen. Ich würde mir aber als zweiten Schnapper dann definitiv auch noch Drahtschnapper oder Schnapper mit weniger festem Widerstand, vielleicht von edleren Black Diamond, whatever, Petzl holen. Zum Abschluss möchte ich es noch sagen. Es geht mit der Decathlon Produktreihe nochmal in eine zweite Runde von Tests. Für die nächsten Tests wird Schlingenmaterial, eine Eiskletter- und Skiturnhose, ein Multifunktionstuch, günstige Schraubglieder und auch ein Langarmshort für den Winter kommen. Ich bin schon sehr gespannt und halte euch natürlich auch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!